Ich dachte, ich wollte ihn nicht zu nahe treten, weil die noch immer die Leinwand immer wieder. Now, endlich ist es soweit. Was fühlen Sie? I feel good. Ich fühle gut. Ich denke, endlich habe ich erreicht, worauf ich viele Jahre gehofft habe. Hier wegen des Vorwurfs des Mordes in 3 Fällen verantworten. Er soll Angehörige eines SS-Sonderkommandos in den Niederlanden gewesen sein und dabei im Jahr 1944 3 niederländische Staatsbürger erschossen haben, jeweils mit einem Mittäter. Wir werfen ihm vor, dass er in einem Fernsehinterview konkret seine Strafvorstellung in diesem Verfahren geäußert hat. Er hat dort, wie jedermann im Internet sich das anschauen kann, gesagt, dass dieses Verfahren aus seiner Sicht nur mit einem Schuldspruch enden kann. Und Sie sehen durch diese ganze Vorgeschichte, die ich gerade lang und breit hier erörtert habe, dass ich wahrscheinlich derjenige bin, der natürlich neben dem Gericht recht gut in der Sache drinsteckt, sich auskennt und dass man den nicht gerne im Verfahren haben möchte, liegt auf der Hand, stelle ich mir so vor.